man kennt es gleich, ich komme aus der Energiewirtschaft. Das ist also unsere traditionelle Standesbekleidung, schon ein bisschen älter aus dem alten Griechenland, wo wenn man wirklich, wenn man Energie sich auskennt hat, da war man gleich der oberste Chef. Heute ist ein bisschen anders, ne? Heute Energie ist nicht mehr so ganz das Thema. Wenn man sich die letzten Wahlen angeschaut hat, da hat man eigentlich kaum drauf geredet, da gibt es kaum das Plakat, agiert man eigentlich überhaupt nicht. Und ja, da muss ich gerne an die alten Zeiten erinnern und doch glauben, dass das ein wichtiges Thema ist, habe ich gedacht, ich komme heute in dieser Aufführung da so daher. Und ja, ich möchte gleich über die Energieerzeugung reden in der Stadt. Das ist ein interessantes Thema, weil bei einer Energie ist so, man soll es immer dort erzeugen, wo man es auch verbraucht. Da muss man es nicht irgendwo hin transportieren, da verliert man viel, ist elektrotechnisch einfach so. Und speichern ist immer blöd bei Energie, das ist sehr schwer, sehr teuer, haben wir nicht viele Möglichkeiten. Und bei der Stadt braucht man ja ziemlich viel Energie, also idealerweise tun wir es dort erzeugen, wo man es auch verbraucht, in der Stadt. Und innovativ wäre Solarenergie, Sonnenenergie, kennt jeder, große Paneele, habe ich nicht mitgebracht, weil sie ein bisschen schwer sind, aber kann man sich vorstellen. Und gibt man aufs Dach, ja, schön nach Süden ausgerichtet, schöner Winkel. Und in Wien gibt es da wirklich ziemlich viele Möglichkeiten. Wenn man sich das so anschaut, bei den Dächern muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt am Stadtrand wohnt und untertags arbeitet, dann vielleicht geht man am Abend ins Fitnessstudio, kommt dann wieder nach Hause, ist man tagsüber nie zu Hause, wenn die Sonne scheint, wird es vielleicht nicht so eine gute Idee sein. Aber dort, wo man arbeitet, im Büro, untertags, da ist das schon gut. Und wenn man dann in 15 Jahren dort ist und draußen scheint schön die Sonne, muss man sich nicht ärgern, wenn eine Solaranlage am Dach ist, sondern kann sich denken, ja, zumindest für die Umwelt ist es gut, wenn ich jetzt im Büro sitze. Und ja, es ist natürlich so, Potenzial bis 2025, wenn man sich das so vorstellt, wo macht es wirklich Sinn, ungefähr die Josefstadt von der Fläche her könnte man mit PV überdecken und da kann man wirklich dann einen richtigen Effekt machen. Ist natürlich nicht alles, ist ein Teil, nicht alles. Und heutzutage ist so, wir machen eigentlich fast alles mit Erdgas. In Wien die Stromerzeugung, über 80% ist Erdgas. Wird immer eine Rolle spielen, weil bei Gas, anders bei der Sonne, die scheint, scheint mal nicht, dann habe ich Strom, habe ich nicht. Bei Gas kann ich es verbrennen, wann ich will, ich habe immer den Strom. Und in Wien kennt man vielleicht den Simmering, wenn man rausfährt, die A4, das große Gaskraftwerk oder in der Donaustadt. Wir machen wirklich den ganzen Strom. Aber ein Gas, in Österreich haben wir nicht viel, müssen wir kaufen aus Russland. Zahlen wir jedes Jahr über 1 Milliarde Euro. Und ist wirklich ein großer Posten, aber auch für Russland ist das ziemlich viel. Die exportieren das Gas vor allem nach Europa, nach Deutschland, die zahlen gut. Dann kommt die Ukraine, die zahlen wahrscheinlich weniger gut, aber die kriegen auch ziemlich viel. Und an siebter Stelle ist schon Österreich. Und natürlich kann man sagen, das ist ziemlich blöd, wir können machen mit uns, was wir wollen. Stimmt so nicht. Die russische Wirtschaft steht ziemlich schlecht da. Die exportieren eigentlich nur Erdöl und Erdgas. Über 3/4, was die exportieren, sind nur Erdöl, Erdgas. Die haben sonst kein Industrieprodukt oder was verkaufen können. Die sind wirklich von dem abhängig. Und die nehmen mit dem ungefähr eine halbe Billion jedes Jahr ein. Das sind in meiner Lieblingswährung 100 Hypobanken jedes Jahr, was man damit retten könnte. Und also für die ist das extrem wichtig und darum ist das für die politisch. Die müssen das verkaufen, aber wir brauchen es eigentlich auch. Das ist eine ungute Abhängigkeit und muss man halt immer schauen, wer ein bisschen stärker ist. Und bei uns ist das so, Gas im Sommer ist teuer. Wir haben super Gaskraftwerke, aber wir verwenden sie nicht, weil das Gas zu teuer ist. Im Winter müssen wir es machen, weil bei Gasanlagen die Wärme, die da abfällt, die haben wir nicht weg, sondern gehen wir in die Fernwärme und im Winter müssen wir heizen. Da müssen wir Gas verbrennen, ob wir wollen oder nicht. Die Leute müssen ja heizen. Im Sommer müssen die Leute nicht heizen und wenn das Gas so teuer ist, machen wir den Strom eigentlich nicht selber, sondern wir kaufen ihn ein. Und in Österreich kommt vor richtig viel Strom ein. Jedes Jahr 17 Milliarden Euro, das ist doppelt so viel wie das Bildungsbudget, was wir haben. Kann man natürlich sagen, wäre das Bildungsbudget höher, wären wir ein bisschen gescheiter und würden weniger Strom einkaufen und selber produzieren. Aber es ist nun mal so. Und das ist so ein bisschen das Motto, umweltfreundlichen Strom können die anderen billiger erzeugen, also kaufen wir den. Weil das, was wir einkaufen, wir haben Gas, das ist CO2-technisch gar nicht so schlecht. Aber Deutschland zum Beispiel, die haben sehr, sehr viel Kohle. Ist viel schlechter, aber es ist billiger, weil CO2-Steuer so niedrig ist. Kaufen wir das ein. Oder Atomstrom, wir kaufen den ein. Ist einfach billiger. Und das ist ein ziemlich, ja, umwelttechnisch nicht so gut, aber wir tun das. Und warum erzähle ich das? Also man hat wirklich verschiedene Möglichkeiten, man kann. Wenn man sagt, man ist umweltfreundlich, würde man sagen, ja super, wir machen PV in der Stadt.
wir machen Wind im Umland und wollen das nach Wien bringen. Wenn man sagt, wir wollen es billig haben, okay, wurscht, dann kaufe ich halt Kohle aus Deutschland. Das ist ein ganz anderes Kriterium. Wenn ich sage, ich will versorgungssicher sein, will ich eher nichts aus dem Ausland kaufen. Ich will es da erzeugen. Kann ich sagen, ich bunker Gas, weil wir haben eh Gaskraftwerke. Also Versorgungssicherheit, dann würde ich wieder auf was anderes setzen. Und bei der Stadt 2025 muss das so sein, muss ich in jedem Teil überlegen, was will ich eigentlich? Wie billig will ich sein? Wie viel CO2 will ich verbrauchen? Oder welche Umweltziele habe ich? Wie ist die Versorgungssicherheit? Kann ich mal leisten, dass ich mal ausfalle oder wirklich immer Strom haben? Und je nachdem muss man sich überlegen, wie viel Gas brauche ich? Wie viel Erneuerbare kann ich haben? Wie viel kaufe ich ein? Und das ist der wesentliche Punkt von meiner Forschungsarbeit, wirklich zu überlegen mit mathematischen Modellen, wie viel von jedem, was ich brauche ich. Und was ich wirklich hier mitgeben will, ist zu verstehen, dass man nicht nur sagen kann, ja, machen wir nur Wind, das ist super oder bleiben halt so, wie es ist, sondern man muss sich wirklich überlegen, von welchem Bereich kann ich wirklich wie viel brauchen, um das in ein funktionierendes System dann einzuarbeiten. Ja, dann danke ich euch.